Howdy Leute, herzlich willkommen zurück bei der Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir müssen jemanden im Knast besuchen. Na, Herr Kerkerwächter? Hey, ihr habt ja unten nichts zu suchen. Nur dienstliche Angelegenheiten. Ich bin geschäftlich hier. Schon in Ordnung, ich darf hier sein. Ja. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Ihr dürft passieren. Wenn das in echt auch so einfach wäre, dass ich einfach sage, hey, es passt schon, ich darf hier sein. Das würde ihm einiges einfacher machen. Ach, guck mal, so sieht das Gefängnis also von der anderen Seite aus. Und da ist ein Wachmann. Hallo, Sibi. Na, wie geht's? Seid ihr gekommen, um mich anzustarren, oder soll das ein Höflichkeitsbesuch sein? Ich könnte dich auch durch die Gitterstäbe anpinkeln, wenn du willst. Louis Latrouche hat mich geschickt. Ach, und lasst mich raten, er will sein Pferd. Richtig. Nun, da gibt es ein kleines Problem. Seht ihr, mir gehört Frost nämlich eigentlich gar nicht. Ah. Das Pferd, das sie bereits an Latrouche verkauft hat, gehört euch gar nicht? Das ist richtig. Wisst ihr, zuerst gehörte Frost zum Gut Schwarzdorn. Technisch gesehen gehört alles auf diesem Gut meiner Mutter, Maven. Ja, Gott. Ich hatte vor, das Pferd von unserem Haus zu Latrouche bei den Ställen zu bringen. Latrouche. Wie ihr seht, lief das nicht ganz nach Plan. Aber ich will Latrouche nicht betrügen. Ich sage euch etwas. Wenn ihr das Pferd stehlt und abliefert, dann könnt ihr die zweite Hälfte der Bezahlung behalten. Warum soll ich es stehlen? Wisst ihr, ich wette, Maven würde mir noch mehr für diese Informationen zahlen. Ja, sicher. Übervorteilt nur den Kerl im Gefängnis. Haha. Na schön. Ich kann euch das Geschäft noch ein wenig versüßen. Dann streu mal Zucker hier drauf. Hier habe ich natürlich nichts, aber im Haus habe ich ein Versteck. Und ich konnte den Schlüssel für mich behalten. Ja, so ein Zufall. Nehmt ihn. Na, vielen Dank. Stiehl den Schatz aus der Hütte. Sprich mit ziemlich was an. Stiehl Frosts Abstammungsurkunde. Okay. Wir sollen ein Pferdchen stehlen. Okay. Sollte ja nicht so schwer sein, oder? Ich meine, ein Pferd zu stehlen ist... Die Gefangenen sind mal wieder in besten... Ja. Das sind die besten Wachen ever, ja? Die wollen gar keine Papiere, gar nichts. Du musst sie nur überreden können. Ah, Verzeihung, sie dürfen hier durch. Obwohl er mich noch nie gesehen hat. Ich könnte ein Fremder sein. Ups. Okay. Wo ist denn dieses Pferd? Da muss ich ja ewig weit laufen. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee, wie ich den Ring vielleicht doch stehlen könnte. Wenn ich das des Nächtens mache... Ups. Sollte das doch viel, viel besser gehen, oder? Jetzt ist es 1 Uhr Nachmittag. Da warten wir doch einfach mal 7 Stunden. Ich hoffe natürlich, diese Gemeinde bleibt hier auf dem Platz, diese nächsten 7 Stunden, dass ich das durchführen kann. Ja, wirklich dunkel. Dunkel ist es ja nicht. Schon wieder der falsche Knopf. Okay, 8 Uhr. Warten wir nochmal 3 Stunden. Ja, das sieht doch romantisch aus. Vielleicht klappt es jetzt des Nächtens. Wie kann ich Howdy, ich habe keine Zeit. Ich muss Sachen stehlen und zurückbringen. Wie lange sollte ich sie denn ablenken? Ich musste den ganzen Plan sausen lassen. Oh, du Armer. Zumindest habt ihr keine Dummheiten gemacht. Wenn ihr das nächste Mal einen Auftrag erhaltet, verschwindet nicht einfach und trödelt nicht herum. Verzeihung. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Hier läuft in letzter Zeit nicht sonderlich gut. Oh, du Armer. Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Wir können es ja gerne nochmal probieren. Aber egal. Obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Gut, die Quest müssen wir gar nicht schaffen. Das schaffe ich, das ist kein Problem. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Natürlich stimmt das. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt.
Reine Glückssache. Geschäftliche Angelegenheiten. Die zersplitterte Flasche. Okay, das ist auf jeden Fall die Diebesgilde. Was mich jetzt ein bisschen wurmt, ist, dass ich mich hier nicht zurechtfinde. Wo geht's denn hier jetzt eigentlich wieder raus? Zersplitterte Flasche. Das könnten wir machen und ich könnte diese zwei Quests machen, aber... ich weiß ja nicht. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten raus? Ist das da vorne das Burgtor? Nein, das sind nur Bretter. Hallöchen, wer bist denn du? Wie kann eine bescheidene Talos segne euch, mein Kind? Nur ein Schneeschuh. Was ist mit eurer Tochter geschehen? Ich habe unsere Tochter Lilia zur Heilerin erzogen. Oh Gott. Auf dass sie sich eines Tages um den Schrein des Talos kümmern und mich als Priesterin des Talos ersetzen möge. Als die Kämpfe um das Weißgold-Konkordat ausbrachen, lief sie weg, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Sie trug das Feuer ihres Vaters in sich. Wie konnte ich da Nein sagen? Sie ist da draußen gestorben, nachdem sie nur wenige Monate lang die Wunden der Soldaten versorgt hatte. Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Das Kaiserreich hat alle Toten verbrannt. Was kannst du mir über Talos erzählen? Er ist der Bewahrer aller Völker, der Drache des Nordens, Schutzheiliger aller Nord. Und trotz der Kaiserlichen und ihres Vertrages wird er immer einer der neuen Göttlichen bleiben. Ein gläubiger Nord würde lieber im Kampf fallen und die Erde mit seinem Blut tränken, als dem Kaiserreich zu erlauben, Talos Namen aus der Liste der Gottheiten zu streichen. Woher kommt all dieser Hass auf das Kaiserreich? Talos ist Teil unserer Kultur. Er ist Teil unseres Erbes und unserer Tradition. Er verkörpert Himmelsrand. Wenn einem all dies so plötzlich genommen wird, ist das, als würde man jemanden verlieren, der einem sehr nahe steht. Das Kaiserreich hat mir schon die Tochter genommen, aber bei Talos, unsere Heimat, werden sie nicht bekommen. Das ist schön zu hören. Oh, was haben wir denn hier? Das sehe ich doch, den Knopf sehe ich doch da. Mit dem ich nichts anfangen kann. Ich möchte gern einen Weg aus der Stadt, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Aber ich glaube, ich muss den normalen Weg gehen. Ich finde mich hier einfach nicht zurecht in dieser Stadt. Ich weiß, hier ist kreisförmig aufgebaut. Normalerweise ist es kein Problem. Ist das das richtige Tor? Hallo, Wachmann. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, oh. Stammesbruder. Verzeihung, ich meinte natürlich Wachfrau. Ich habe deine wohlgeformten Brüste unter dieser Rüstung nicht erkannt. Es tut mir leid. Bitte tun Sie mir nichts. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ah, der richtige Weg, oder? Naja, fast. Ich müsste eigentlich auf die Nachbarstraße da links. Wenn ich das richtig sehe. Gehe ich hier richtig? Ja, da gehe ich richtig. Was habe ich da unten? Achso, den Drachen. Nee, den Drachen, den töte ich nicht. Da habe ich keine Chance. Oh, mein guter Super Nord hat wieder keine Ausdauer. Das ist so eine Pfeife. Oh, ich habe Wölfe. Ich korrigiere, ich sehe sogar einen. Boah, zwischen die Augen. Ich habe gerade einen Schwarm Vögel aufgeschreckt und ich weiß nicht warum. Die Frage, was ich mir jetzt stelle, ist, gehe ich hier überhaupt richtig? Ja, gehe ich. Diese Richtung. Hier vorne irgendwo muss das sein. Ich höre Stimmen. Gelehrten Iren beginnt der Ort zu stieren und sagt, ist da jemand? Böser Bandit. Ja, oh, das ist ein Ork.
Du wirst mich doch nicht schlagen wollen, oder? So, wie rechenbar, so einfach zu töten. Buch mit dem Titel namens König. Ich meine, wie dumm ist der Ork eigentlich, dass er ohne Rüstung auf mich zustürmt? Dietrich, Pfeile, Gold. Und Schrott. Was habt ihr eigentlich hier gemacht? Ah, eure Kiste habt ihr bewacht. Und ich breche wieder den Dietrich ab. Das meiste, was ich mache hier in Skyrim, ist Dietriche töten. Nee, der Armschien. Halt, den Trank hätte ich schon gern. Vielen Dank. Okay, dann hätten wir dieses Problem aus der Welt geschafft. Bleibt nur die Frage, wo sind die anderen Probleme? Oh. Dich hätte ich jetzt beinahe übersehen. Da kommt noch einer. Und noch einer. Hossa. Wolfspelze kann man mal mitnehmen. Ich glaube, dass man die eigentlich ganz gut verkaufen kann. Und warum hat ein Wolf einen Silberring dabei? Ist das da oben das Anwesen? Was das so rot leuchten tut? Das ist ein totes Tier. Ziemlich hübscher Wasserfall. Das muss ich jetzt schon mal betonen. So. Ein Questmarker ist in dieser Richtung, der andere ist in dieser Richtung. Abenteuer warten auf uns, liebe Leute. Abenteuer. Stand in der Questbeschreibung nicht, holt den Schatz aus der Hütte? Das ist doch keine Hütte. Da laufen Menschen rum. Ich weiß nicht, ob sie feindlich sind oder nicht. Haus Schwarzdorn. Seid verdammt. Bitte was? Hey, ich bin nicht schuldig. Ich gehe jetzt in euer Haus. Oh. Okay, gehe ich nicht, denn das ist abgeschlossen. Gibt es da nicht meistens immer einen zweiten Weg, dass man so ins Haus kommt oder so? Es ist alles auf Expertenniveau. Wartet mal. Ja gut, um 1:30 Uhr morgens werde ich wahrscheinlich auch die Türen zusperren. Nicht, dass ein Verrückter reinkommt, so wie ich. Das Haus leer räumt, aber hey. So. Es ist wieder strahlender Morgen. In diesem kleinen, flauschigen Tal. Eine schlechte Zeit. Ausgesucht. Warum? Ich hab dir gar nichts getan. War aber ein Söldner, okay, und ihm ist es nicht schade. Schlüssel zum Haus. Stahlplattenrüstung. Fackel ist auch nicht verkehrt. Ey! Wer wird denn da gleich auf mich schießen? Ich bringe euch unter die Erde. Nein, ich bringe dich unter die Erde. Wisst ihr, Plattenrüstung tragen, aber dann noch eine normale Leggings und normale Schüchchen dazu. Noch ein Schlüssel. Und sonst lauter Mist. Okay. Hoppala. Ich würde mal sagen, das fröhliche Morden geht weiter im Haus. Denke ich mir zumindest. La da di dai, la da di dai. Was war das? Ist da jemand? Oh. Das ist natürlich jetzt schlecht. Was war das? Nichts. Doch niemand hier. Natürlich ist niemand hier. Wie kommst du denn darauf? Hm. Was war das? Das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese. Das sind ein bisschen viele. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Oh, der hält vielleicht was aus. Bist du weg? Ja. Ich bin gleich tot, so wie es aussieht. Heiltränke, habe ich noch Magika? Ja, habe ich auch. Brennt, Ketzer! Brennet!
Ihr habt gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen, ich bin super. Ich stelle gerade fest, ich habe kein... Nein! Ich habe kein Schild in der Hand. Ja, genug, in der Tat. Ich lasse mich davon eigentlich verarschen. So weit wird's noch kommen, hä? Gut, dass ihr alle tot seid. Und jeder hat denselben Schlüssel dabei. Oh, 250 Gold. Und noch mehr Gold. So ist es recht. Trankmischerbeutel. Achso, da ist nur Zeug drin. Mammutstoßzahn, was will ich denn damit? Gold! Eisensäbel, bin ich jetzt nicht so erpicht drauf. Was haben wir denn hier noch? Die Urkunde. Genau. Pferd Frost. Männlich. Okay, nehmen wir mit. Beistelltisch. Holzkohle. Genau, ich breche ein Haus ein und klar Holzkohle, warum auch immer. Himmelsrand. Gibt's denn hier sonst nichts Brauchbares? Vielleicht noch mehr Gold? Heiltränke. Das ist nicht schlecht. Ansonsten lauter Mist. Lauter Mist. Kann ein paar Nahrungsmittel klauen. Das habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Ah! Besen. Der böse Besen stand im Weg. Wer sperrt denn heute noch Holzkisten zu? 11 Gold. Wegen 11 Gold. Hm. Kann es sein, dass ich hier alles getötet habe? Dann könnte ich ja theoretisch sagen, hey, dieses Haus gehört jetzt mir. Gibt's hier oben noch irgendwas? Außer Betten und sonst nix? Nö. Oh. Ein ungewöhnlicher Stein. Wie ungewöhnlich, den hier zu finden. Aber gut, ich habe alles getan, was ich tun muss hier. Wäre vielleicht doch interessant gewesen, sich hier durchzuschleichen. Wenn ich gleich runtergegangen wäre, hätte es vielleicht klappen können, aber... Naja. Ich hatte ja so auch meinen Spaß. So, wir haben die Papiere. Und da unten ist Frost. Das heißt, hier so diese Richtung. Warum ist das Pferd so ewig weit weg vom Haus? Hallo, Frost. Und schon habe ich einen neuen Freund. Die Frage ist jetzt, kann ich mich da über die Karte beamen, wenn ich auf dem Pferd sitze? Würde das gehen? Dass ich sage... Ach nee, der ist ja gar nicht vor... Ja gut, das ist schon vor der Stadt, aber nicht so, wie ich eigentlich meine. Ja gut, dann reiten wir einfach mal so zurück. In der Hoffnung, dass mich nichts versucht zu töten. Weil bei meinem Glück fliegt jetzt noch ein Drache vorbei und röstet mich, während ich auf dem Pferd sitze. Das würde ich jetzt schon irgendwie zutrauen. So, Herr Elch, gehen Sie mal auf die andere Seite. Ich bin hier auf dem Überholweg. Der Hase ist schneller als ich. So, wo steht denn der gute Mann? Ist aber definitiv ein schönes Pferd. Warte mal, reite ich vor... Ich reite wieder total falsch, weil ich da oben den Marker gesehen habe und... Ja, wisst ihr, wie es ist. Gut, reiten wir halt wieder zurück. Oder so quer durchs Gemüsebeet. Wie man so gern macht des Öfteren. Ist einfach der kürzere Weg.
Vielleicht finde ich ihn dieses Mal sogar. Über Stock und Stein. Das ist blöd, Pferd hat nicht mal ABS. Da ist er. Ich habe dein Pferd für dich geklaut und deine Wachen getötet. Ha, ihr habt es geschafft. Ich war mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ihr habt euch eure Bezahlung redlich verdient. Oh, ich könnte ihn überreden, dass ich das Pferd bekomme. Wenn er tot wird, könnte ich das Pferd behalten. Darf ich gerade bei meiner Bezahlung sein? Ja, ja, hier, bitte. Ich verschwinde jetzt lieber. 750 Gold plus 250 von dem anderen macht 1000 Gold für Pferdeklau. Das ist ein richtig lukratives Geschäft, das muss ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, ich werde Pferdedieb in Skyrim. Das hört sich total logisch an für mich im Moment. Hey, Wasser. Hui. So, wir sollen auch noch jemanden retten hier oben. Aber bei meinem Glück ist das genau auf der anderen Seite des Berges. Ja, so ist es auch. Ein Pfad wäre jetzt nett, der mich durch den Berg durchführen würde, aber nee. Bei meinem Glück gibt es das natürlich nicht. Wäre typisch. Ja, ein Pferd wäre praktisch, dann wird das alles ein bisschen schneller gehen, aber das letzte ist er mir durch den Boden gebackt. Die vergessene Mine. Oh. Oh. Ich würde mal sagen, liebe Leute, wir machen hier nochmal eine erfrischende Pause und in der nächsten Folge geht es hier weiter in der vergessenen Mine. Hier, bei Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage wie immer, stay tuned. And so long.